Hallo und herzlich willkommen zurück bei Omenzeit. Heute geht's weiter mit dem gerade frisch errungenen Omenzeit. Und ich habe mich noch nicht entschieden, wem wir das gleich zeigen werden, aber zunächst mal leveln wir ein bisschen auf. Das ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Wir hatten ja quasi ein Level ab letztes Mal, fehlt ja nicht viel. So, Phantomgriff. LB. Gut. So, die 3000 können wir auch schon mal reinbuttern. Immerhin ein halbes Level abkommen. Es gibt Schlimmeres. So. Ein Amber-Geschenk. Ich habe 5000. Da kann ich mir jetzt nicht alles verkaufen. Bin ja trotzdem für mehr Gesundheit, aber ich möchte auch mehr Schaden anrichten, deswegen sage ich jetzt mehr Schaden und das nehmen wir mit. Und jetzt können wir hier einmal nochmal mit der Ermittlungskugel interagieren. Vera besuchte den Tempel. Achso, das ist quasi das, was wir wissen schon. Ja, wir wissen auch absolut noch nichts über Luno mehr, ne? Dann würde ich fast sagen, wir nehmen uns jetzt nochmal Draga und zeigen, wer die Omen zahlt. Das würde für mich Sinn ergeben. Nee, ich versuche das mit Draga. Keine Ahnung, was gut ist. Another chance to save Euralia. Wir gucken. Flup. General, give me 2 battalions and I shall capture the core for you. I do not doubt it. But those battalions would turn the battlefield into a graveyard for them and the Rodentians both. Iontrek's fury is the key for a swift victory. Intruder! I will protect you with my... Get out! Both of you! Now! That vision... There has to be a reason for what happened, Harbinger. You are the Harbinger, yes? Indrik. He may seem cruel, but there is always a reason behind his actions. That vision. That's the Temple of Yarborg, yes? There were engravings on the walls. Scriptures and patterns. I believe I can decipher them. Perhaps that will shed some light on this matter. Ja, lesen kann, stimmt das. General Tiger! The prison! Riots! Have the captain send a detachment to quell the riot. I have another matter I must attend to. Come, Harbinger. Let us investigate that vision of yours. Cool. Also das sind so Spiele, die mag ich. Unglaublich gern. Na, müssen wir uns jetzt natürlich mit Ludomir herumschlagen. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht so erfreut sein. Ja, das sind jetzt ja wieder unsere Freunde quasi, die hier sind. My lady, you cannot disturb the Emperor. The ritual has already begun. Indrik is here. I suppose it makes sense. Step aside, soldier. Please, my lady. Ja, gerade müssen wir uns durchkämpfen. I never thought studying the ancient scriptures would serve a practical purpose. In Pagaria, it is not a feline's place to study such things. Or lead armies, for that matter.
No amount of study and training would have led to acceptance, had it not come from Indrik. Ganz schön streng, die Sitten hier. Das habe ich immer noch nicht gesehen. Na, ich glaube, da muss ich aber erst wahrscheinlich mit der Retika für den Tag verbringen. Das hat so eine markante Farbe, finde ich. Könnte natürlich auch was mit Woden zu tun haben, ich weiß es nicht. These creatures did not dare tread these sacred halls until now. Können wir im Moment wenig gegen tun. Es wird ja schon zum Kämpfen kommen, bin mir sicher. Cyphers are coming. Everyone, ready. Harbinger. Time is of the essence. I understand, but I fear for those soldiers. Kein Ding. I will help. Keep your guard up. That was not the last of them. Yes, General. Ich möchte trotzdem mal kurz gucken. So, jetzt geht's weiter. Wahrscheinlich da oben was wir machen können. Naja, gut. Dafür habe ich jetzt hier unten die Kiste. Man muss das ja auch mal positiv sehen. So, interagieren. Ich denke mal, hier werden wir eher auf die Tür machen. Ja. Pagarians! Let us cleanse these sacred grounds! Unfällig. Naja, hier wären wir auch so rausgekommen. Passt. Ich hab das Siegel immer noch. Schaffen. Beim nächsten Mal nehmen wir dann Retika. Wahrscheinlich. Ludomir wäre auch sinnvoll nochmal, aber man muss gucken. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch irgendwann mal dann noch Indrik dazu bekommen, denke ich mal. Was mit ihr jetzt hier rein? Ja, wahrscheinlich muss ich dafür eines der pinken Siegel mal geöffnet habe. So, genau. After we have finished investigating, we should have a word with His Highness. I want to hear his side of the story. Fair enough. Möchte ja auch aus diesem einen Bild noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Machen.
war komfortabler als die Springerei beim letzten Mal. Jetzt nicht hierher. Das kann mir jetzt egal sein. Aber ich finde es, wie gesagt, immer cool, wenn sowas dann verwoben wird. Gibt dem Erzählstrang ein bisschen mehr Smoothness, würde ich sagen. So, jetzt diese tolle Jumpstelle, die ich gerade schon so mochte. Also gerade, ne, in der letzten Folge. Für mich ist das gerade, ich habe es nämlich nochmal hintereinander aufgenommen hier. Wird jetzt aber definitiv die letzte sein. Combat skills are indeed legendary. So gut, Katze. Jetzt springen wir hier nicht im Weg rum. Ging zu zweit besser. Our emperors are buried here, under Yarborg's benevolent watch. Our patron god has been gone for 3 centuries, but the faith in Pagaria still runs strong. Let us see if there is anything here that explains why Indrik would want to murder Vera. Das kannst nur du mir sagen. Ancient history is inscribed here. You know of Yarborg, yes? Of course you do. My apologies. I ask out of habit, considering what passes for history in imperial schools. Yarborg fought an epic battle against Woden. That's the Void incarnate, if you believe such things. As the myth goes, 300 years ago, Yarborg, wielding his sword Cladin, defeated Woden in battle. Here, Yarborg appoints the first godless priestess to watch over the world, Vera's spiritual ancestor. Then he withdraws from mortal affairs. Schlau eigentlich. This is new. This seems to claim the sword Cladin is real and surprisingly specific on its location. This is strange. Apparently there is a ritual of ascension to become Yarborg's avatar. A firebird. The ritual requires an amber core. Once the transformation is complete,
The Avatar is then able to wield Yarborg's sword. This must be Indric's plan. There is an amber core in the temple, and the guards were talking about a ritual. This kind of power, however, it's not meant for mortals. Vera would have said as much. Vera must have tried to stop him. And the Emperor killed her. What a senseless tragedy. If this is true, Indric has betrayed the trust of Pagaria and its people. And he may be placing himself in danger as well. We must find Indric now. Come. My lady, I come with a message from His Highness. Where is he now? I do not know, my lady. When he heard you were here, he reacted strongly. He demanded to know why you were not in Rodentia, leading the army. He said, tell her to do her duty. Her judgment will come later. Then he departed. He just flew away. He must be after Cladin. And if these scriptures are correct, I know where he went. Coole Sache. Gucken wir uns das doch mal an in der Stadtecke. Weil es brennt, das ist immer am besten. The scriptures mentioned a vault. Here, in the city. That is where the sword Cladin is supposed to be. Can you imagine artifacts of the gods hidden in plain sight? Ja, das ist der alte Spruch. Willst du etwas wirklich gut verstecken, dann stell es dahin, wo es jeder sieht. Das klappt erstaunlicherweise immer wieder. Ich muss noch lernen, wie man da wieder rausspringt. Was ist denn das hier? Wahrscheinlich sollte man das nur machen, wenn man quasi gerade im verlangsamten Modus ist. Und dann hat man genug Zeit dazu reagieren, kann ich mir vorstellen. If Indric finds Cladin and becomes this avatar, how will this change him? The power may prove too much. And where will his loss leave our armies? Or the people of Pagaria? Ich ahne einfach mal, dass es nicht positiv sein wird. Ah, es gibt noch ein drittes Siegel. Mindestens ein drittes Siegel. In diesem Fall ein grünes. Ich denke mal, das werden wir bekommen, wenn wir uns genauer mit Inschlick und so auseinandersetzen. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ach, wahrscheinlich hier mit der Magiefähigkeit von wegen. Ach nee, das. Wenn jemand zu greifen. Das wird wahrscheinlich auf die Fässer gehen und damit wissen wir jetzt auch, wie man in den letzten beiden Folgen die Mauern hätte einreißen können. Glaube ich zumindest, dass ich das jetzt mal. Es gibt auch eine Möglichkeit, das zu verifizieren. Ja gut, wir haben ein Fass, das kann ich auch mal ausprobieren. Ja. Genau so ist es. Gut, wissen wir es jetzt auch. Look at those feathers. Burnt. That ashen smell. This transformation into a firebird must be a literal one. This is the place. Look. The Imperial Seal has been breached. Interessant. Gut, das kann ich auch, aber das sieht danach nicht so aus. General Trigger, we are being overwhelmed! Creatures attack everyone in sight, friend and foe alike. Friend? A manner of speaking, sir. Ah, General. Permission to go treat these wounds. Granted. A seal, not ours. Rodentian, our way is barred. We cannot enter, nor could Indric. That leaves only one path. Okay.
Wahrscheinlich könnten wir jetzt, wenn wir das Siegel schon hätten, zu dem Zeitpunkt da durch. Das Spiel scheint wieder Wiederspielwert zu bieten. Bug. Aber Bug wieder. Kann ich mir leben. If Thadden exists, it is not here. And no sign of Indrik either. Is Cladden in the other vault? And that Rudentian seal there, who placed it? Frage über Frage und ich auch keine Antwort. So denn. Aber wir haben wieder was gelernt. Es führt keinen Weg dran vorbei, als nächstes Retica zu nehmen. Weil entweder kriegen wir neue Siegel oder wir lernen mehr dazu. Ich denke mal, so wird der Hase laufen. The Emperor had plenty of reasons to murder the priestess. And following him to the vault raises new questions. Where did he go? And why was there a Rodentian seal so conspicuously out of place? Wir werden es weiter untersuchen, und zwar in der nächsten Folge. Und damit danke ich sehr fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal und damit tschüss.